70er Jahren angefangen, jugoslawische Gastarbeiter zu betreuen. Meine Mutter und mein kleinerer Bruder Ivan, wir kamen dann in den 80ern eben im Rahmen des Familiennachzugs in die Bundesrepublik nach Freiburg. Meine Biografie ist eine Biografie der Migration, des Familiennachzugs. Wir reden viel davon. Wir kritisieren den Familiennachzug bei Asylbewerbern. Aber ich selbst bin Teil dieser bundesrepublikanischen Migrationsgeschichte. Deswegen gehe ich auch ein bisschen ausführlicher auf meine Familiengeschichte ein, einfach damit Sie wissen, wer hier vor Ihnen steht. Mein Vater hat Germanistik studiert in Greifswald. Er wurde dann eben gefragt, ob er nicht die Landsleute hier betreuen möchte. Es entstand natürlich ein hoher Bedarf, genauso wie wir jetzt einen hohen Bedarf an Deutschkursen und weiß nicht was alles haben, das muss ja irgendeiner machen. Und eben mein Vater kam dann halt und hat sich eben in diesem Arbeitermilieu als Sozialarbeiter engagiert, ein Leben lang. Und so kam ich auch recht früh in Berührung mit diesem ganzen Milieu. Ich bin in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, in Freiburg-Weingarten. Wir hatten dort, ja, also aus meiner Sicht doch eine schöne Kindheit, aber andererseits, das Thema Migration war immer präsent. Politisch war ich eigentlich groß nie. Ich bin aufs Gymnasium gekommen, nicht wie meine anderen Spielkameraden, die haben es leider nicht geschafft. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich früh Deutsch lerne. Ich musste quasi vor der Schule schon Deutsch lernen. Und ja, was habe ich dort erlebt? Das Gymnasium war ein Ort, rückblickend betrachtet, wo die grüne Ideologie damals schon herrschte. Das erkenne ich im Rückblick. Ich war nicht politisiert, ich kam eigentlich über die Bundeswehr dazu. Ich musste mich fragen, will ich den Wehrdienst leisten, also ich war dann schon deutscher Staatsbürger, oder Zivildienst. Ich entschied mich einfach aus sportlichen Gründen für die Bundeswehr. Und ja, als es dann aufs Gelöbnis zuging, musste ich mich auch fragen, ja, was gelobst du hier eigentlich? Als Migrant musste ich mich fragen, wen verteidigst du hier eigentlich im Verteidigungsfall? Und da setzte natürlich ein Denkprozess ein. Ich habe mich gefragt, willst du für diese Gesellschaft hier im V-Fall sterben? Und dann erkannte ich, hier ist gewaltig was schiefgegangen. Willst du hier für diese CDU-Regierung im Zweifel, die war damals schon in Kosovo einmarschiert, zusammen mit den Amerikanern oder später Afghanistan, in was wir da alles verwickelt werden können, willst du da mitmachen? Ich hatte es natürlich gelobt, aber da war irgendwann das Bedürfnis da, sich einzubringen politisch. Ja? Also wenn man sich schon entscheidet, hier den Kopf hinzuhalten, dann muss man eben auch das Ganze zu Ende denken. Und so begann ich eben Politiker zu werden. Ich trat erst 2013 in die Politik ein und übernahm recht früh Funktionen. Ich bin Teil des Schiedsgerichts von Anfang an, seit Gründung des baden-württembergischen Landesverbandes. Und ich habe alles von Anfang an hier mitbekommen. Auch die ganzen Schweinereien, unsere inneren Machtkämpfe, Intrigen. Ich weiß, woran die Partei krankt. Ich habe alles gesehen. Bei uns landet alles. Beim Schiedsgericht landet alles. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das nach Recht und Gesetz entscheiden. Und glauben Sie mir, wir tun uns damit nicht leicht. Wir machen hier die Drecksarbeit, wir haben ein Ehrenamt, wir werden nicht bezahlt und müssen das in unserer Freizeit alles abarbeiten. Und glauben Sie mir, gerade vor diesem Parteitag was recht viel. Aber darum geht es heute nicht. Ich will sprechen von dem Druck, von der besonderen Aufgabe, vor der wir stehen. Sie alle haben es mitbekommen in Ihrem Privatleben, in welchen Zwängen wir ausgesetzt sind. Haben Sie sich vorgestellt, als Sie damals für die AfD antraten, was das alles privat bedeuten würde? Ich glaube nicht. Wir alle sind überrascht, welche Opfer uns eigentlich hier noch alles abgefordert werden. Aber glauben Sie noch eins, es wird noch schlimmer werden. Es wird schlimmer und härter, denn die Altparteien zittern. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um uns entweder von unserem Weg abzubringen oder uns
Stimmen zu kosten. Und da ist die eigentliche Gefahr. Wir haben heute die Medien ausgeschlossen. Das war für mich jetzt keine kriegsentscheidende Frage. Für mich ist die entscheidende Frage, wie stehen wir zu den Medien und wie gehen wir mit ihnen um? Trump hat bewiesen, dass wir gegen eine Übermacht der Medien gleichwohl gewinnen können. Also darum geht es nicht. Wir sind Attacken ausgesetzt. Farbanschläge auf unser Eigentum, unsere Häuser. Unsere Gegner verfolgen uns quasi bis in die eigenen vier Wände. Ich hatte eine Hausdurchsuchung aufgrund meiner politischen Betätigung. Und ich sage euch, wir dürfen uns da nicht einschüchtern lassen. Unsere Gegner sind dabei, dieses Volk, diese Gesellschaft von innen heraus zu zersetzen. Und ich sage euch... Das Mikro ist kaputt. Zeit stoppen. Weiter. Ja, also unsere Gegner sind dabei, uns von innen heraus zu zersetzen, dieses Volk im Grunde genommen abzuschaffen. Aber ich sage euch, dieses Volk hat noch lange nicht genug. Es gibt noch Abwehrkräfte und daran müssen wir arbeiten. Deswegen muss von dieser Versammlung hier eine deutliche Botschaft nach Berlin ausgehen. Angela Merkel, Claudia Roth, Volker Beck, Heiko Maas, Göring Eckardt. Wir lassen uns von Ihnen nicht einschüchtern. Sie haben sich mit dem falschen Volk angelegt. Und im nächsten September holt sich dieses Volk sein Parlament zurück, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es besteht jetzt die Frage an den Kandidaten zu stellen.